Eine schöne Route ist die Wolfsfährte, Wandern im Wolfhager Land. Die Karte bekommt man zum Beispiel im Rathaus in Wolfhagen. Ein Teil dieser Strecke führt an den Rauen Steinen vorbei. Die Rauen Steine will ich heute besuchen. Nicht weit von der B251, die Ippinghausen mit Bründersen verbindet, liegt bei der ehemaligen Gaststätte Mondschein unser Ausflugsziel, die Rauen Steine. Man kann an dem Parkplatz im ehemaligen Gasthof zum Mondschein parken, geht ungefähr 100 Meter am Waldrand lang und dann halb links den Berg hoch und schon ist man bei den Rauen Steinen. Vom Waldrand aus lassen wir den Blick nochmal über das Wolfhager Land schweifen. Kommen Sie mit und lassen den magischen Ort auf sich wirken. Nehmen Sie eine Brotzeit mit. Hier kann man wirklich in Ruhe den Tag genießen.
Lassen Sie Ihre Gedanken schweifen, zurück in die graue Vorzeit, als hier auch schon Menschen lebten und ihre Naturgötter verehrten und ihr Tagewerk nachgingen. Weit geht der Blick nochmal übers Wolfhager Land in Richtung Wolfhagen. Wenn Sie mehr über die Zeit vor Christi Geburt in unserer Region erfahren möchten, so besuchen Sie dort das Regionalmuseum Wolfhagen. In der Abteilung Vor- und Frühgeschichte kann man sich einen Eindruck verschaffen, wie die Menschen vor Christi Geburt in unserer Gegend hier lebten.